Previously on Tanzbär und Simon. Hey John, Mann! Du musst dringend aufs Klo, wie lange brauchst du da noch? John ist nicht mehr da drinnen. Er ist oben auf dem Klo. Hast du ein Taschentuch für mich? Es gibt da noch etwas, was ich dir zeigen muss, Simon. Komm mit. What the fuck? Na. Das ist jetzt aber schon ganz schön ähnlich wie bei Lost. So geht das nicht bei uns. Zurück ins Studio. Yo! Sears! Neues Video von uns! Ich habe heute meine Diddlewappe dabei, denn ich werde später mit den Hatern, die heute zu Gast sein werden in unserer Show, noch Diddle-Karten austauschen. Ja. Das ist ganz richtig. Wir haben heute alle Leute eingeladen, die etwas gegen unsere Show haben oder sich durch die Show provoziert gefühlt haben, haben wir heute eingeladen, damit sie uns konstruktive Kritik geben können, wie wir unsere Show auch verbessern können. Aber hier lasse ich erstmal willkommen heißen. Hi, hi. Die Hater, da drüben. Videos sind schlecht. Und die sind voll assi, die Videos, Mann. Voll kacke, Mann. Wir hassen eure Videos, okay? Also ich bitte Sie, das ist eine Frechheit. Wenn wir uns hier unsere Leistungskurve anschauen, von der Qualität her, ja, da sieht man, dass unsere Videos kontinuierlich besser werden. Das zeigt diese richtige Statistik ganz gut an hier. Und ja, diese Kurve steigt steil an. Und deswegen haben wir ein Dreifachschild davor hingestellt, damit auch jeder nur langsam zum Erfolg kommt. Ja, also das heißt, unsere nächsten Videos werden uns schon ein bisschen ihren Vorschlägen anpassen. Und unser nächster Gast ist der magersüchtige Giuseppe aus Sonnenhausen. Er hat sich darüber aufgeregt, dass in unserem letzten Video wir die Magersüchtigen zu sehr auf den Arm genommen haben. Er behauptet, dass die Magersüchtigen nun ja sich durch uns provoziert fühlen. Simon, was sagst du dazu? Eher, was er dazu sagt, ist vielleicht... Du dazu, diese Frage stelle ich dir. Also, ich muss sagen, euer letztes Video, das hat mich sehr beleidigt. Also nicht euer letztes, euer vorletztes Video. Das geht halt auf die Kosten aller Magersüchtigen. Das finde ich okay. Das ist nicht okay. Ich bin der Giuseppe und ich finde, ihr solltet das nicht machen. Das ist natürlich ein harter Vorwurf, aber wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, haben uns Statistiken zugelegt. Von berühmten Wissenschaftlern. Von berühmten Wissenschaftlern, Albert Einstein zum Beispiel. Und diese Statistik beweist ganz klar, dass gerade mal 5% der Magersüchtigen sich über unsere Videos aufregen oder brüskieren. Hingegen die Biker-Fraktion mit 98% vertreten ist. Ja, ich weiß nicht warum, aber Biker stört irgendwas ganz gewaltig an unseren Videos. Tja, wir werden versuchen, das herauszufinden. Und wir werden deswegen versuchen, uns natürlich nicht mehr so über Magersüchtige lustig zu machen. Okay, das ist in Ordnung. Das finde ich gut, dass er das macht. Halt die Schnauze, Mann! Schau dir den Knaben doch mal an! Ich hatte das nicht gut. Simon! Der hat ungefähr so große Arme! So große Arme! Mann, sorry, aber hier! Nein, das meint er natürlich nicht so! Das meint der Simon natürlich nicht so! Ihr solltet das nicht machen! Doch nicht alle sind mit unserer Show so unzufrieden wie diesen beiden Beispiele hier. In der Folge, wie man 7 Tage lang wach bleiben kann, haben wir gezeigt, dass man sich zum Beispiel einen Zahnstocher in die Augen tun kann, um so länger wach zu bleiben. Wir haben eine E-Mail von Adrian Gartner vom FC Gartenhof bekommen, wie er diese Technik ausprobiert.
Schönes Bild. Danke für die E-Mail. Und zum Schluss wollten wir uns nochmal bedanken beim Kiel, weil er uns fett Musik gemacht hat für dieses Video. Ganz am Anfang zum Beispiel. Wenn ihr nicht wisst, wer der Kiel ist, das ist der Kielmann. Hier ein kleiner Clip. Wen war es im YouTube wieder ein? Ich mach mich hier doch. Du wärst tot. Ja, ich habe dir verdammt viel zu erzählen. Ich wurde jahrelang in dem Kühlschrank gefangen gehalten. Man hat mich gefoltert, aber ich habe nichts gesagt. Sorry. Ich muss jetzt einfach schnalzen.